Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir suchen immer noch nach Todesfeuer. Nach Wakoyo. Oder Wakayo. Habe ich den hier drin in der Zitadelle übersehen? Muss ich nochmal reingucken gehen. Alles andere kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Was war hier hinten in der Kiste drin eigentlich? Nichts, was wir mitnehmen können. Ja. His voice shall fill yourself. Du bist eine Wache vom Pulverhaus, das immer noch verschlossen ist. Irgendwie habe ich entweder das Gefühl, dass das Pulverhaus irgendwann mal hochgehen wird, oder dass wir es mit den Vaillianern sabotieren sollen irgendwann mal. Das werden wir aber sehen. Gut, wir hätten noch das Büro des Flottenmeisters, wo er drin sein könnte. Da gucken wir da mal rein. Und ganz ehrlich, das Zirpen der Zikladen in dem Spiel ist sehr nervig teilweise. Wie im echten Leben, hä? Ah, hier ist er tatsächlich, Flottenmeister Wakayo. Der hat mir den Auftrag gegeben gehabt. My favorite privateer. Clear skies. Mein Lieblingsfreibeuter, klare Himmel. Wakayo verschreckt die Arme vor der Brust. Über alles Verwenske, wir mussten dir keine Gedanken mehr machen. Pirates are adept at scattering when threatened. But this makes planting your boot on the neck of a straggler all the sweeter. Die Piraten sind sehr geschickt darin, sich zu verstreuen, wenn sie bedroht werden, aber das macht es doch nur umso triumphaler, wenn du einen Nachzügler den Stiefel in den Nacken setzen kannst. Wakayo zieht die Münze in einen Beutel und reicht ihn dir, einen Arm über die Brust gelegt. Ja, mehr Kupfer für uns. I will keep my privateer busy. You will speak to me when you are ready for work, yes? Also ich an deiner Stelle würde dafür sorgen, dass mein Freibeutergeschäft gut läuft. Du wirst mich ansprechen, wenn du bereit bist, eine neue Arbeit einzunehmen. Anverstanden? Anzunehmen, nicht einzunehmen. Welche Kopfgeräte hast du denn? Your target is Radolf, a Valian captain and seeker of lost ruins. There is no wicked length he would not go to plunder the dignity of these isles. Dein Ziel ist Radolf, ein valianischer Captain, ständig auf der Suche nach verlorenen Ruinen. Es gibt keine Schändlichkeit, zu der er nicht bereit wäre, um die Würde dieser Insel zu plündern. Wakayos Fürsten verkrampfen sich, das nehme ich gerne an. My confidence swells to hear of this, Captain. Radolf commands the Galleon Goldbell and seeks for ruins east of Nekataka, on the southwestern tip of the Kua-Orokuhu Island Chain. Meine Zuversicht steigt rapide, Kapitän, wenn ich solche Worte höre. Radolf kommandiert die Galleone Goldglocke und ist östlich von Nekataka auf der Suche nach Ruinen an der südwestlichen Spitze der Inselkette Kua-Rikuhu. Dann lebt wohl. Das ist der nächste in Kuariku, den wir haben. Also erstmal haben wir hier... hier, genau. Das Kopfgeld abgeschlossen. Alissa hat seine letzte Welle genommen und ich habe das Kopfgeld erhalten. Alissa Asila. Okay, Asila Weltskipper. Habe ich immer falsch herumgelesen. Und jetzt habe ich Radolf. Radolf... segelt bei der Inselkette von Kuarikuhu. Da haben wir doch noch einen. Die sind Schlangenkrone. Die heilige Treppe. Krummsporn. Schlangenkrone. Wir haben zwei Schlangenkronen. Ach nee, da muss ich was abgeben. Flammenläuferin Vesali muss ich bei Nugata abgeben. Ja, okay. Aber ich hatte noch was in Kua. Geistesparadies. Achso, das war das mit der Krypta.
Radulf, wen? Ah ja, hier. Hinter der Inselkette Kuarikuhu. Also Wen auf seiner Dau und Radulf auf seiner Galeone. Und Cordo finde ich südlich von Sayuka. Mhm. Und die Scylla, ja, die kann ich abgeben, gut. Ja, ich werde die Dau, die ich gekauft... Habe ich eine Dau gekauft? Nee, das ist keine Dau. Obwohl, ich glaube, die Dinger heißen auch Daus. Nee, das ist eine Seefahrer. Schiffsnamen Sichtbarkeit umschalten. Hm. Ja, weil das ist eine Dürrwälder Schaluppe. Und das hier ist eine Seefahrer. Also eigentlich dachte ich, das wäre eine Dau. Ist auch gut ausgerüstet und alles. Fehlt nur noch ein Heckkanonier und ein Chirurg, weil unser Chirurg sitzt gerade an der Kanone, weil er da eher gebraucht wird, weil halt gerade jemand verletzt ist. Eine Köchin haben wir eine sehr gute, weil wir brauchen nicht noch einen Koch, so wie sie hier. Mutter Scharffelsen könnten wir dann als Matrosen einsetzen. Navigator haben wir mit Oswald einen sehr guten. Ja, und als Steuermann ist Beodul am besten. Einen Bootsmann brauchen wir ja noch keinen. Hm. Ich kann hier sogar noch Farben für das Schiff einstellen. Ein blauer Rumpf, der sieht sicherlich hübsch aus. Ja. Hier Segel. Können wir Segelfarben einstellen? Ich würde mal weiß. Ne, hier würde ich gerne hellblau und hier weiß nehmen. Was ist der Schiffsname? Dann nehme ich einfach mal schwarz. So. Werden wir ja sehen, wenn wir mit unserer Dau unterwegs sind. Oder unserer Seefahrer. Du willst immer noch nicht mit uns reden, gell? My hands are feeling better. Don't take this the wrong. I'm sure. Let's talk again. Sie will ich, hätte ich nämlich wirklich gerne als dritte Kanonierin. Weil sie scheint eine gute Kanonierin zu sein. Und auf Raoutai-Kanoniere kann man sich normalerweise verlassen. Oder auf Raoutai schützen, besser gesagt. So. Irgendwer war nur nachts an der heiligen Treppe. Weil da will ich eigentlich als nächstes hin. Ich kann ruhig mal zum Turm gehen und gucken, ob die mich wieder in die Pampa schicken wollen. Ja, ich muss natürlich aufs Dach selber latschen. Vielleicht teleportiert die mich ja in den Keller von dem einen Tempel. Oh, ach ja, ich muss auch noch mit dem Berater reden. Wegen der untoten Plage. Aber jetzt erstmal gucken, ob Flora was Neues hat. Hope you're keeping busy, Watcher. We're still running some small. What can I do for you? Okay, sie hat nichts Neues. Ich muss aber auch sagen, der Turm ragt arg hoch über die heilige Treppe. Und ich hätte eigentlich jetzt jemanden gebraucht, der genug Wahrnehmung hat.
Also Palegida auch dabei, ja? Ich glaube, ich sollte mir erstmal eine von den beiden holen. Am besten Maya. Weil ich habe ja hier eh noch eine Quest für die... Nee, halt, da brauche ich Palegina dafür, für die Valiadische Handelsgesellschaft. Die andere Quest ist ja von der Messing-Zitadelle, also von der Todesfeuergesellschaft, wo ich jemanden auf See treffen soll und dann Sachen, Vorräte nach Sakuya bringen soll. What did you do before you were a ship hunter? Rough times, lass. Would spare you the telling, lest you be set on it. I reckon I can handle it. Crew I will, if they give me any job they fought like to kill me. I live to prove them wrong. Can't live the good times unless you survive the bad. That would be in a pirate's all about? Aye, sure enough. Besides, lasses say the scars be adding distinction. Okay, sehr interessante Ansicht. Also, was hatten die beiden? Xoti fragt Seraphim, womit hast du dir deinen Lebensunterhalt verdient, bevor du ein Schiffsjäger geworden bist? Seraphim antwortet, da waren raue Zeiten, Mädel. Wird dir die Geschichte gerne ersparen, außer du willst sie unbedingt hören. Ich schätze mal, ich kann es vertragen. Die Mannschaft, bei der ich war, trug mir jede Arbeit auf, von der sie annahm, dass sie mich umbringen würde. Ich habe es überlebt und ihnen das Gegenteil bewiesen. Man kann die guten Zeiten nicht erleben, außer man überlebt die schlechten. Ist es das, worum es im Piratenleben geht? Ah ja, na klar. Ei, na klar. Außerdem sagen die Mädchen, die Namen sind eine Art Auszeichnung. Okay. Supplies, get your supplies here. Was ist eigentlich mit dir hier? Habe ich schon mal mit dir geredet? All my profits go toward keeping the machines in order. Well, they keep us fed. And we fix the machines. Have a look. Ja, was hast du? Ach ja, die Beseelungskatze. Ring der Überwachung. Alchemie gewährt Alchemistenlager. Beschwört einen zufälligen Zaubertrank in einen leeren Stellauswahlslot. Interessant. Und der Kessel? Brandrüstungswert gewährt Herd und Heim. Seinem Verbündeten teleportiert. Nicht so ganz wirklich, was ich suche. Ich nehme dir aber gerne mal deine Reagenzien und deine Lösungen ab. Und vielleicht auch noch dein Schwarzpulver, können wir doch gut gebrauchen. Salbe des Animalismus, Athletik und Überleben nicht ganz so wirklich. Ich hätte gerne lieber... Kit des Diebes. Runenpulver ist eine Zutat. Ach komm, gib mir auch mal dein Runenpulver. Im Augenblick bin ich da doch etwas spendabler mit Geld. So, was ist mit dir? Adore Watcher, certainly. Der herrliche Fluchtumfang. Gewährt die herrliche Flucht. Ego gegen Angriffsbildung plus 50 Abwehr für 3 Sekunden, also zum Weglaufen. Ja, Dietrich, hier nehme ich mal von dir. Du hast auch kein Kit des Diebes, leider. Da gib mir doch deinen Feuerstein und Zunder. Hoppala, nein. Feuerstein und Zunder. Trank der kleinen Heilung brauchen wir auch nicht unbedingt. Und das Stilett auch nicht. So. Ja, super. Jetzt hat alle auf alles im Inventar. Gut. Stimmt ja, wir hatten hier noch ein Zepter. Dass ich Alof geben könnte.
Und das ist vielleicht eher was für Tikeo. Deswegen kriegt Alof dabei einen außergewöhnlichen Stab und der hier geht dann vielleicht an Tikeo weiter. Wie sieht es mit Upgrades für den aus? Der ist schon hervorragend, oder? Ja. Trügerische Form, gewehrtrügerische Form. Plus alle Illusionskraftstufen. Was macht trügerische Form? Wirft einen zufälligen, der Verteidigung dienenden Illusionszauberspruch, wenn derjenige, der den Spruch verwendet, Blut vergießt. Okay. Niedloser Blick. Wer erfolgreich gelebt, versteilt, geschockt. Mhm. Chance beim Erzielen eines kritischen Treffers, beim Ziel eine zufällige Wirkung auszulösen. Na, will ich auch nicht gerade unbedingt im Augenblick.